Also, sorry. Ja, dann, also dann unsere grünen Habeck und, wie heißt dieser andere, der von den Grünen, Wirtschaftsminister? Habeck. Habeck, Ja, gibt's ein weg, ja. Video? Ich stelle mir eine Welt vor, wo ich aus Toiletten trinken kann. Ja, Also, stimmt. Ja, dann mach das doch ist ein Video. legitim! Ach Ja, ja. definitiv Fehlbesetzung auf jeden Fall. Ja. Also, es tut mir wirklich leid, dass ich euch jetzt gerade so emotional hier beschäftige, aber das, wenn es mal raus muss, ist Du, okay. alles gut. Lass es raus. Das beschäftigt uns alle. Lass raus, die Sau, Definitiv. ne? Ja, vor Ja, allem, wir sehen ja das. jetzt auch immer wieder, wie sie über Deutschland lachen. Beste Beispiel ist der Eurovision Song Contest. Wir sind einfach nur die Nee. Lachnummern auf der ganzen Welt, Alter. Oh. Ihm zu Denk gesehen. mal. Soll trocken bleiben. Echt? Sag Schon. doch sowas nicht, Mann. Es ist Liga 1, das erwartet ihr. Also, Beckett sagt ja, ich wünsche mir jedes Rennen Regen am liebsten, voll Regen. Ja, aber dann sind unsere ganzen Guten mal einen Tick langsamer direkt mal. Als Hippie im Regen schneller. Was, du bist im Regen schneller? Ich bin im Regen besser als wir im Trocknen. Okay. Da ich gehört Ich habe, dass du liebe ein Regen. Favorit bist, dann sollst du lieber trocken bleiben. Ich liebe Regen. Aufzeichnung nicht vergessen? Was macht denn der Flo? Da geht mit 10 Runden Sprit raus, Alter. Fuck you, Alter. Ach, Mann, Ah, Mann. läuft bei dir. Das ist schon wieder. Schön. Aber ich hab zumindest ein bisschen Watchtime, weil ich bin der Erste auf der Strecke. Ich merke schon, will keiner raus, ne? Ich muss erstmal immer die Namen eintragen hier in meine Hey, App. scheiß Red Bull. Schön von dir rausgekommen. Fängt ja schon super an. Ja, Vielleicht sollten wir ein paar Runden absolvieren. Wo ist Frankreich? Wo ist Kannst ja Frankreich? mein Heck schon mal Wo ist angucken heute. Frankreich? Wo ist Frankreich? Oh, jetzt über Nee, ich glaube, 8. das wird nicht lang. Achtung, der Wagen fährt aus. Ach du Kacke. Scheiße, die Fernbedienung liegt da hinten. Marcel, meine Waffen werden geholt. Wo bist du schneller? Fahr doch vorbei, wenn du kannst. Ich hab's nicht eilig. Will er nicht in dem Weg stehen. Marcel, du musst an die Teamziele denken. Tu ich. Stimmt, ich bin ein unfairer Fahrer, warum bleibe ich denn nicht davor? Ach.
gleiches Tank mit vollem Tank. Oh, die Runde war so gut. Also 10 Runden ist ja ein voller Tank für Hot Wheels. Ist auf jeden Fall zu voll, ja. Was? 1,8 Sekunden Rückstand, hä? Das kann, ach so, jetzt aktuell. Marcel, du hast 1,31,3, gell? Ja. Ja, eine halbe Sekunde. Ist okay. Ist jetzt halt so weit. Naja, da kommt jetzt vielleicht noch was ab. Im Hagel kommt wirklich jetzt über Startziel. Und dann ist die Zeit schon wieder weg. Ah, doch nicht. Nee. Ich habe aber auch ein anderes Setup wie letzte Mal. Ne? Ich hoffe, es geht besser. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Wow, knapp, ne? 2, 3 und 4, alle eine 31,4, 8 und 9 gefahren. Aber ich bin heute schneller gefahren als gestern. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,33,8. Was los, Marcel? Ortschaft ist eh eine gute Runde, ja. Motor läuft, es kann losgehen. So, so. Zumindest habe ich heute nicht dasselbe Problem wie gestern. Gestern haben beim ersten Mal meine Pedale mal wieder rumgesponnen. Okay. Ja, ich fahre aus der Box raus, keine Gasannahme so wirklich und auch keine Bremse denn. Ja, komisch, ne? Deswegen bin ich bei meinem ersten Out die ganze Zeit auf den Seitenrand gefahren.
Okay. Weil ich dann erstmal nicht rekalibrieren durfte. Der kommt da hinter mir angeballert gerade. Das bin ich, danke. Schöne Runde, Flo. Aber da gehen noch so, also ich werde halt übertreiben, aber gefühlt 4/15. Ich habe echt nicht so sauber getroffen, die Runde war zwar okay, aber nicht schon der Vorteil. Ja, du bist auch auf der Gramm ein bisschen langsam. Ich muss echt alles in den Kurven rausholen. Du bist am Temporadar nur 9. Warum ist die Dina auf einmal so ruhig? Den Concentration. Oder ist nicht da? Doch, der fährt. 22,5, das war einzig schon mal gut. Jetzt hast du sie rausgebracht, Stefan. Jetzt hat sie sich gedreht. Der spinnt ja. Eben, bist ja du eben nur im Training gefahren. Oder? War das eine 31,8? Das war eine 31,8. Tina, ¿qué con esto? Tata, ¿listo? ¿Tú piste so ruhig? Ich bin ja gar nicht gewohnt. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,33,8.
Wir sind Fünfter auf dem Temporadar. 31,9 Kilometer pro Stunde. Noch 2 Minuten in dieser Session. Ey, kaum fährt der Stefan mit und ist Zweiter, ey. Ja, verlernt habe ich es nicht. So, nett. Denk dran, dass es beim Fahren vor allem auf Gewichtsverteilung ankommt. Aber die Weißen gehen hier super. Schwerpunkt nach vorn, wenn du beschleunigst nach hinten. Und wenn du die Richtung änderst, zur Außenseite des Autos. Eine höhere Last auf jedem Reifen bedeutet mehr Grip. Achte auf eine gleichmäßige Steuerung. Ich lasse mir im Hafen vorbei. Da soll man schon Windschatten geben auf der Grunde. Ach, Mist. So ist man so. Erster Sektor so gut, ey. Jetzt auf der langen Geraden fast 14. Letzten Sektor alles verloren. Ganz lange Rechtskurve, da verkacke ich immer. Okay. Eine Rechtskurve, ich weiß nicht, wie ich die fahren soll. Was passiert, Flo? Gedreht, die Runde ist durch. Ja, okay. Der guckt öfter mal zu. 30,6. Starke Runde. Sehr starke Runde, ja. Das ist eine gute Frage. Super Spiel. Ja, das ist eine durch, gute Frage, ja. Die KI? Ja, das hatte Flo letztens doch auch, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja. Spiel, nach dem Spiel Ende. War schon, ja, das Spiel war schon vorbei. Auf einmal krieg ich 5 Plätze.
Deine KI ist in einer anderen KI reingefahren wahrscheinlich. Irgendwie so. Ja, in deine KI. Und nur mehr plus 5 oder was? 10 Plätze plus jetzt oder was? Das stand gerade jetzt, jetzt stand gleich nur mehr noch 5. Ja. Du hast nochmal 5 gekriegt, Tina. 10 Positionen. Ja, manchmal triffst du auch die richtigen, ne? Scheiße, ist das. Sei froh, du verlierst nur 3 Plätze heute. Boah. So ein Scheiß. Das ist ja ärgerlich gewesen bei der vollen Lobby heute. Müsstest du mal gucken. Ah, ne, Rennleitung kann man jetzt nicht mehr sehen, ne? Ne. Dann könntest du gucken, warum die Strafen. Ah, doch, Rennleitung hätte mal gucken können, verdammt. Zeit für abgelaufen. Zweimal unerlaubtes Blockieren. Das stand aber nicht bei wem, oder? Ja, Tina, lass ich dich durch. Das ist leider das Spiel. Das ist F1-22. Darf ich vorstellen? Becker, wann ist ein Rennstart? 20:57. Boah, okay. Wieso brauchst du eine längere Pause oder was? Mm-mm. Alles gut. Ich bin es gewohnt, hier abgehetzt zu werden während den Pausen. Nee, die 5 Minuten sind Standard. Ja, aber als ich fertig war aus dem Quali-Modus, hatte ich nur noch 4. Marcel, was hast du? Red Bull. Nee, ganz normal Standardtaktik. Ja? Ja. Meinst du, es geht gut, ja? Ja, die Weißen gehen super hier. Ja, war gestern ganz lustig. Ja, da hat Heiko nicht auf uns gehört gestern. So, erstmal wieder den Sprit runterdrehen hier. Der hat sein Podium wieder weggeschmissen. Ja, ja. Ja. Ich habe gesagt, hier fährt keiner eine Zwei-Stop-Strategie. Nee, absolut nicht. Die ist ja so schon 7 Sekunden langsamer. So. Minus 1,9 Runden. Hart oder Medium? Hart oder Medium? Eigentlich gehen die Harten besser, ne? Wie viel haben wir? Marcel? 54. 54, okay. Ein Kiffer zu stressen, ich liebe es. Hab ich zumindest mein Video erfüllt, habt ihr zumindest mal kurz lachen müssen alle, ja? Ja. Natürlich. Sehr gut. Aber dieser Park ist jeder Familie zu empfehlen, die Kinder haben, sagen wir ab 5. Ist perfekt. Okay. Ist perfekt. Also es ist halt ein Freizeitpark mit dabei, da gibt's halt, sagen wir, 3 Attraktionen, wo wir als normale Erwachsene Bock drauf haben. Sonst hat eher alles Kinderzeug. Und ey, dieses Schwimmbad, das ist halt überragend, Leute. Das ist so, keine Ahnung, 12 Rutschen. Oh, das war so geil. Da bin ich ja nochmal richtig Kind in so Momenten dann. Wo war der Center Park, oder was? Ja, das ist so eine Art Center Park, halt, aber günstiger als Center Park. Ah, okay. Dunrell heißt es in Holland, das ist direkt bei Den Haag. Ja, ja, ja. Und Den Haag ist halt eine wunderschöne Stadt, ey. Ja, wir waren da letztes Mal auch halt in, wer ist das, Scheveningen? Ja? Scheveningen, da waren wir am Strand, genau. Haben ja, ja, wo du genau das beschickt hast. Das ist schön, ja. Aber Scheveningen ist halt richtiger Touri-Ort, Alter, der ist so teuer. Ist auf der Straße darfst du maximal eine Stunde parken, kostet 8 Euro, Parkhaus kostet die Stunde 6 Euro. Ja.
Aber ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war ist ein Tagesticket im Parkhaus. Ja, ich habe da stundenmäßig bezahlt. Aber Den Haag direkt war auch so teuer, da hat einfach die Viertelstunde hat 3 Euro gekostet. Im Parkhaus. Die Viertelstunde, Alter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und wir sind extra durchgerannt durch Den Haag. Also eigentlich macht man ja so ein Schlender, aber das ging halt nicht, weil wir einfach halt im Auto. Es gab einfach keine Parkplätze da, so wie bei uns, Alter. Ja. Das ist halt überall, wo Tourist ist, ne? Ja, völlig gestört. Das ist halt teuer. Oh, wir haben schon sie. Oh, let's go, let's go, let's go, Leute! Ganz cool, ne? Ich bin voll aufgeregt. Endlich wieder ein Rennen. Nee, erste Kurve. Ja, bam, 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 bam. 3 Leute ausgeschieden. Marcel, du bist auf 3, gell? 4. Achso, wir sind nebeneinander auch. Wer hat gedacht, alle sind auf Hart? Vor uns auch, Marcel? Ja, vorne sind alle auf Hart. Ich sag doch, alle sind auf Hart. Hätte ich das lieber gemacht. Ich seh alles. Was denn? Was wollt ihr denn probieren? Auf Rot oder was? Auf Gelb. Ja. Gelb zu starten. Wenn meine Theorie aufgeht, haben wir relativ früh ein Safety Car bei 5 DNS. Ich glaube, es kommt gar kein. Ja, ne. Jo, haben wir 28 Runden zum Ziel mit. Was sagst du, Flo? Wollen wir eine Wette machen? Nee, lass mal. Okay, der Verlierer muss die Liga verlassen. Oh. Alter, also, dann würde ich, also würdest du jetzt nicht mein der Marcel sein? Würde ich einfach selbst eine Safety Car auslösen, aber dann würde ich eher freiwillig aus der Safety Car aus der Liga gehen. Es geht ja relativ easy, einen Safety Car auszulösen. Hä? Wie in Frankreich geht es easy, einen Safety Car auszulösen? Ja, ich stelle sich quer auf die Strecke. Ja. Vor der langen Groten, den Linksknick in die Mauer, noch mit Safety Car. Oder einfach Vollgas in die Boxengasse. Was passiert dann? 5 Sekunden, oder? Na ne, Vollgas in die Boxengasse. Ich glaube nicht, dass die KI denn den Winkel schafft. Ach so, das war... Ach so, ja, okay. Ah! Da ist was hinter mir. Oh je, viel Spaß beim Start, Skynet. Marcel, schaffen wir es nebeneinander in der ersten Kurve? Ich verstehe die Frage nicht. Ja. Starten. Ja, genau, das ist wegen sowas, weißt du? Ich bin ja ein guter Starter eigentlich. Ja. Ich hab's auf die Horten. Viel Glück. Viel Erfolg. Ja, ja, links und rechts, der Red Bull, ich wollte jetzt mich verarschen. Flo, wo bist du? Kein Thema, Tina, habe ich doch gesagt. Ja, Fock ist ein Sassloch. Dieser Flo ganz easy. Ja, haben wir doch gut gemacht als Team. Das war ja gerade schon echt knapp, ne? Weil ich nicht wusste, wo du warst. Naja. Heute gehen wir nicht auf die Eier. Oi, 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 oi. Alter. Meine Bremsen haben gerade gar nicht funktioniert. Ach, Mann, komm. Ja, hab ich gemerkt, Skynet. Ich stehe voll drauf. Wie die Kurve hab ich.
Wieso bremst denn der so früh? Ja, keine Ahnung, schon fest, die erste. Marvin und André sind auch seit 17 Uhr am Trainieren, die zwei davon. Hab ich gar nicht die Zeit für. Da bin ich noch auf Arbeit um 17 Uhr. Ja. Also es gibt auch Arbeitsteile, da bin ich schon um 1:30 zu Hause. Ich habe keinen geregelten Tagesablauf bei mir. Das ist ganz easy. Oh Mann, ich komme einfach nicht dran, aber hinter mir die Lücke geht auch nicht. Ich auch nicht. Die vorne weg, die beiden. Ja, aber du bist halt jetzt auch aus meinem DS, dass ich halt bei dir mitziehen könnte. Oh, ich wieder eine Warnung, ich doch. Oh, da muss ich dran bleiben, wenn man da. Könnte sich lohnen. Marcel, machst du uns heute den Tutti? ja, genau. 12 Sekunden. Ach, schon wieder außerhalb der Strecke. Was mache ich denn hier? Aber keine Verwarnung gekriegt. Aha, der ist ein guter Trick. Aber an manchen Stellen weiß man einfach nicht, wie das Spiel das registriert. Na, pusht da einer hinter mir? Nicht mehr. ja. Jetzt bist du ja im Sekundenfenster. Oder eher es alle. Nee, ich hab nur kurz mal eingesetzt. Ich hab echt noch genügend für den Zeitpunkt, sonst kenne ich mich anders. Aber wir müssen jetzt auch wegziehen, weil Stoney kommt auch immer näher. Ja, das ist ja auch nicht langsam. Ja, wir auch nicht. Du musst dann deine Stärken klauen. Die müssen noch gefunden werden. Wir laufen Gefahr, dass uns während des Rennens der Sprit ausgeht. Geh mit dem, was du noch hast, bitte sparsamer um. Das heißt, früh vom Gas gehen und das Auto bis zum Bremspunkt rollen lassen.
zwei kleine Hundling. Zieht sich einfach mit DRS gegenseitig weg. Jetzt war Säcke. Die Kurve ja besser hinkriegen würde. Vollgas rein, lupfen, Vollgas raus. Mhm. Und dann hinten drehen am besten, ne? Ja. Das passiert mir nämlich dann voll auf. Ah, du fährst ja auch TK Mittel oder aus? Oder? Nee, nicht mehr. Nee? Ich finde den Teil ja gar nicht möglich. Ja. Im neuen ist TK aus wie Mittel. Ja, hoffentlich. Weil wenn du damit hier in dem Teil anfängst, finde ich es brutal. Im letzten Teil wäre das gegangen noch. Hä? Hä? Ja, ich weiß, ihr beide, ihr seid eh verrückt. Aber dann würde ich auch die Lust verlieren, weil ich mich genauso oft drehen würde wahrscheinlich. Ja, das machst du am Anfang, aber jetzt ist es mittlerweile. Bei Regen bist du halt extrem langsam, aber sonst geht's eigentlich. Ja. Ja. Hat ohne alles oder was? Ja. Ja, nice. Ups, erste Verwarnung. Ups. Hinter wem steckst du denn, Checky? Keine Ahnung, weiß ich nicht. 18-14. 18-14 verliert. Flo, meinst du, du kannst schneller? Hm. Alles gut, ich nutze dein DRS mit und wie gesagt, ich gebe dir schon Bescheid, wenn ich das Gefühl habe, dass ich enorm viel schneller mich fühle. In der letzten Runde, ne? Da hast du ja dann eh 3 Sekunden wahrscheinlich, auch wenn ich halt hoffe, aber wird schwierig für dich, das zu halten. Ja, definitiv. Ja, ich darf schon mehr. Aber unsere Teamarbeit funktioniert ja gerade, weil Stony ist von 1,6 auf 2,4 angestiegen. Ja, jetzt geht's mir richtig auf die Eier gefühlt. Irgendwie da mal reinkommt vorne DRS. Fast ein 1,5, gell? Ja, 1,6. Ja, ein Fehler macht. Ich hab mich gerade gedreht. Halbe Sekunde müssen wir noch finden. Wir können noch gerne mal tauschen, wenn du willst, aber ich glaube, der Wechsel kostet halt mehr Zeit.
Was alternative Strategie? Ja, ja. Willst du mich verarschen? Na, wir kommen ran. Warte, jetzt hin. Oh no. Dranbleiben, Flo. Ja, ja, ich hab kein DS gerade. Ah, die erste Kurve verkackt und zack ist er zwei Zehntel weg. Falsches Setup geladen. Abstand zum Auto vor dir beträgt 25,7 Sekunden. Hm? Ja, ja. Ich will nochmal nachdrücken. Stuart Bericht folgt. Na, du verlierst viel Zeit im Kurvenausgang. Und ich habe ohne Traktionskontrolle habe ich halt die volle Leistung gleich. Ja, siehst du, so schnell geht's. Zu doll Gas gegeben und du drehst dich erstmal eine Runde.
kein Problem, Marcel. Nein, nein. Nur dezent. Reifen sind schon auf 41%, ey. Ich hab 45% schon. Marcel, wir haben nur Zeitfenster Runde 14, Runde 15. Du bist erster Fahrer gerade, also sag mir, welche Runde du haben willst. Ja. Weiß ich noch nicht. Okay, zur Runde 12. Okay. 25,4 Sekunden. Runde 20 rot. Okay. Nein. Und da wir so nah aneinander sind, müssen wir verschiedene Taktiken fahren. Naja, eine Runde Unterschied halt noch. Ja, ja, weil wir ja, genau. Sonst wäre ich halt in deiner Runde. Hätte ich jetzt 3 Sekunden Rückstand oder so. Deshalb kannst du ja jetzt in den nächsten 2 Runden, 1,5 Runden, wir Bescheid sagen. Ich fahre eine Runde länger. Okay, ich fahre 16. Was, du fährst 16? Ja. Also kann ich Runde 15 reingehen oder was? Kannst du theoretisch, ja. Was heißt denn bei dir Runde 16? Also nach Runde 15 gehst du rein? Ja. Okay. Also, ja, genau. Also ich fahre jetzt noch die und noch eine und gehe dann rein, ja? Und du fährst noch zwei. Okay. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiter. Also wenn du mich jetzt irgendwie mal günstig vorbeilassen könntest, würde ich schon bevorzugt nochmal zu ballern halt mit ERS und so. Aber wenn jetzt noch ist schon. Sei vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Wäre jetzt mies gewesen, wenn ich dafür nur 3 Sekunden gekriegt hätte. Ja, das wäre echt gut gewesen. Wie ich im Stream höre. Ja, da sind die Reifen durch. Da sind die Reifen durch, da ist er weit gegangen. Schon 13 rausgeholt in der ersten Sektor auf André. André hat schon 2 Verwarnungen einkassiert. Wie siehst du das? Na, in meiner Dashboard-App, da habe ich halt auch den Marker für Rennereignisse. Okay. Und da merke ich mir dann manchmal, wer schon wie viele hat. Das hat er wieder ein Zettel gewonnen. Naja, der spart auch sein ERS. Der hat eben auch auf einmal wieder gepusht. Wenn wir da ins DRS reingekommen, hätten wir uns da dranhängen können, aber das hat nicht funktioniert. Leider. Aber wer weiß, Rennen ist noch. Wir sind gerade der Hälfte. War nur ein Fehler machen, dann sind wir da dran. Doch jetzt schon rein? Ja, ihr habt doch gesagt nach der Runde.
Ja, noch eine und die und. Ja, okay. Dann hast du jetzt eigentlich in der nächsten Runde. Ja, alles gut. Nee, da. Weil das ja jetzt normale Stufe ist. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 29,5 Sekunden. Die Strategie kann eigentlich gar nicht funktionieren. Nee, ich überlege auch gerade, das ist. Wenn die Weißen schon nur so kurz halten, eigentlich, ja, ne? Ja, ja. Wie sollen dann die Gelben so lange gehen? Ja, das habe ich mir gerade auch überlegt, beim Moment, als ich rausgefahren bin. Aber ist Strategievorgabe, ne? Ich bin einfach durchgereicht bis auf 9 dadurch. Also, das Feld ist noch sehr, sehr eng zusammen. Dein Boxenstofffenster ist jetzt offen. Ah, die anderen gehen auch in die Box. Perfekt eingebogen. Die Stoppzeit sieht gut aus. Wir sind sehr zufrieden. Danke, Backex, für den Platz. Sei gut, bitte. Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Stefan, noch eine Runde? Ja, ich will ja mal Führungsrunde machen. Komm, komm, komm. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 38,7 Sekunden. Arschloch. Stefan hat die erste Zeitstrafe. Ja, aber die Boxe neben der Linie. Nein.
No. Wenn wir hinten bist du leerer als leider. Geil. Ich habe auf jeden Fall ein Reifenproblem am Ende des Rennens. Eventuell, weiß ich nicht. Werde ich haben. Meinst du? Ich bin jetzt schon bei 18% nach 3 Runden. Abstand zum Auto vor dir beträgt 38,1 Sekunden. Die Game gehen ganz auch gut, ey. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 41,8 Sekunden.
Du brauchst keine Kampflinie fahren. Der Kobe leid. Oh, Gott sei Dank. Du bist echt, echt langsamer, ne? In den Gelben. Ja, keine Chance mehr. Aber vielleicht kannst du mich noch mitziehen, so ein bisschen. Ich hoffe, dass wir irgendwie noch an André drankommen, ey. Aber ich glaube, dafür reichen die Runden nicht mehr. Haben schon eine Sekunde gut gemacht auf ihn. Come on, Flo. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Tja, ist das gesparte ERS schon wieder hin. Es geht noch 5 Runden so, es wird so schwierig dran zu bleiben. Und danach holt er mich halt einfach, wird er mich in Minutentakt einfach eine Runde 2-3 Sekunden auffallen. Oder ich komme statt einer durch. Ich hoffe irgendwie, dass andere sich in 3 Sekunden holt oder so. Und wir dann irgendwie da reinrutschen. Wäre auch 3 Sekunden. Ja, guck mal, dann hast du da schon mal Puffer nach hinten. Du, ich hatte ein Ferrari vor mir. Ja, Pistolero. Ja, wegen Abschießen, meine. Nee. Wir sind besser platziert, das passt. Wir kämpfen auf Herren mit. Aber das tut ja kein Zwang an, ne? Also. Ich will dich dazu nur nicht drängen, wenn ich das heißt, ich hab das gesagt. Ich tue ein bisschen nerven, bis ich einen Fehler mache. Hat er auch schon 3 Sekunden. Da holt sich gleich nur eine, was gleich. Wäre schön, wenn du da noch vorbeigehst, weil dann haben wir mehr Punkte vor Ferrari. Tu ich dann schon. Der blinkt wie ein Weihnachtsbaum. Ach, Flo, das reicht nicht, ey. Nee, 1,3, nee. Wir haben eine halbe Sekunde wieder gut gemacht, knapp. Entweder du gehst krass vor Gas, fährst du 80%, ziehst du Schmidt, oder du probierst jetzt alles und gehst nochmal dran. Ich glaube, nach hinten, da brauchst du nicht aufpassen, oder? Ja, ich hab 4 Sekunden hinter dir und dann die 3 Sekunden Zeitstrafe. Dann müsstest du schon krassen Fehler machen. Ja, ich sag mal so, ich habe eher so das Gefühl, meine Reifen geben noch früher aus. Ja, nur noch 3 Runden. Ja, wenn ich dir meine Prozentzahl sag, verstehst du was schon. Ja. Ich guck da nicht drauf, fahr einfach. Ja, ist so schön, wenn du so ein... Also wenn es dich berührt, ich hab 22. Was, Prozent? Ja.
Ja, schön für dich. 33. Aber Stefan ist noch länger gefahren wie wir. Ja, und ich bin noch Runde. Zwei Runden länger auf Gelb draußen als du, Marcel. Du bist bei 40, oder? Knapp. Nee. Knapp bei 50. Oh, echt schon? Ja. Und am Ende geht's dann relativ schnell mit Sekunden und so. Aber kommst du gerade dran an André? Ich weiß es nicht. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich vom Gas gegangen. Ah. Aber selbst da komme ich schon mal nicht ran. Also ich fahr schon nicht Vollgas mehr. Ja, fahr Vollgas. Fahr deine Runde. Fahr einfach weiter, ich komme nicht mehr dran. Weil sonst alles andere wäre unsportlich. Na wohl so. Wir sind doch ein Team, wir können es auch ziehen. Das hat nichts mit Unsport zu tun. Solange wir nicht andere blockieren dadurch oder so. Meine Meinung. Jo. Ja. Jetzt muss aber dran bleiben. Ja, schau schon ES raus. Schon wieder 20% gespart. Ja, ich nicht. Ich fahre 120% als überhaupt. Gut aufgeladen. Wir sollten die Überholtaste öfter einsetzen. Kommst du zu Rena oder was? Nee, also das ist ja 120%. Ja. Sagen wir so, wäre ein, zwei Safety Cars oder so, dann wäre vielleicht zum Regen gekommen. Hey, 20%, da kommt doch kein Regen. Und mal, ich bin im Flügel auf, bist du schneller. Die Gelben gehen komischerweise richtig gut, ey. Mit dem Setup. Also ich könnte, ne? Wenn ich wollte. Aber ist egal, ich werde sowieso nur runter. Solange ich mir jetzt nicht eine 3 Sekunden Strafe holen. Dann hol ich mir noch eine. Quatsch, ob du dritter bist oder vierter, ist völlig egal. Ja doch, du bist Fahrer 1, also. Schon immer so gedacht, Marcel. Ich bin das so. Das sehe ich nicht so. Immer der beste. Die erste Saison, okay. Da warst du ja auch noch hinten dran. Aber jetzt. Zwei Runden kommen wir mit dem Fester ähnlichen Tempo wie ich. Ich meine ja, von der Platzierung bist du erster Fahrer. Ja, gut. Von den Punkten her. Deswegen. Geht ja nicht um die Wetten bei uns. Das ist leider nicht mehr. Aber so habe ich mehr Chancen auf B-Top-Fahrer nächstes Jahr. Meinst du, ich los uns nochmal zusammen? Also, wenn das drittes Mal passiert, dann. Okay, erstmal. Okay, du bist viel Red Bull gekommen. Lass ihn durch, wenn du kannst. Was nehmen wir denn nächstes Jahr für ein Auto? Auf jeden Fall Red Bull, ich darf meinem Arbeitgeber nicht fremd gehen. Ich höre sie jetzt schon schreien, Betrug. Herr Wollmer, das ziehen wir durch die letzte Runde. Geiler Typ. Danke, Ehrenaktion. Jetzt guck ich mal auf meine Prozente nochmal. Ach, sind doch nur 50% jetzt. Also mein höchster hat 66. Boah. Hat zwei Runden ausmachen, ne? Wild, ja. Oh, ich hab ein Auto vor mir. Was? Wer ist da? Aston Martin. Wie geht denn das? Kein DNF, kein Zwischenfall, nix. Ja, ist doch schön. So soll halt auch mal sein.
Oder vielleicht auch nicht. Der kostet dich auf jeden Fall schön Zeit, Tina. Jawohl, Idiot. Ja. Gutes Ergebnis, Marcel. Ja, definitiv. Sehr geil. 3-4 kann man. Ach, Stefan, schön, du bist noch vorbeigefahren. Ah, sehr schön. Ja, so in der letzten Runde voll vorbei. Ah, waren wir wieder nett mit der Action schon. Ja, schade, dass nur 10 Leute waren, ne? Ja, vielleicht nächste Woche mehr. Ja, bestimmt. Ich hab Zeit. Oh, jetzt darf ich nicht mal ins Interview, Mann. Nee, leider nicht. Aber Flo? Ja? Im Vergleich zur letzten Saison bist du echt viel schneller geworden. Muss ich echt sagen, Respekt. Vielen Dank. Ja, manchmal sind sie sogar zu schnell. Irgendwie habe ich auf den Mediums mehr Geschwindigkeit verloren als auf den harten. Ja, kann ich. Bei mir genau das so. Bei mir war der Start komplett im Scheiß mit den harten wieder. Ja, da kam deine Red Bull-Zange. Ja, oh wei, oh wei. Aber kannst du sehen, es gibt Leute, mit denen kannst du das machen. Ja? Da gehst du auch zu dritt durch die erste Kurve. Schreib zurück, dann fahr sie nicht. So, ich verabschiede mich.